Oh, hier ist auch wieder Geld versteckt. Zum Glück müssen wir das nicht alles einsammeln. Das wär's ja doch, ey. Du musst alle Geldscheine finden, um 100% zu kriegen. So wie bei Tony Hawk's Pro Skater. Heute fahren wir nach den Sprintregeln und bei dem Rollstuhl, den du da hier hast, kannst du dein Geld natürlich eigentlich auch schon abdrücken. Springen wir auch immer als Neuling an. Ich vermute mal, diese Texte, wenn wir die immer durchgelesen hätten, würden die sich auch irgendwann wiederholen. Gehe ich mal stark von aus. Ich glaube wohl nicht, dass ich für jedes scheiß einzelne, danke schön, für jedes scheiß einzelne Rennen hier irgendwie einen Text geschrieben haben. Das wird sich einfach nur irgendwann wiederholen. Naja, sollt ihr auch reinschreiben. Immer nur ein Rennen, immer nur ein Rennen, immer nur ein Rennen. Viele Strecken fahren wir auch doppelt und dreifach. Natürlich ist es theoretisch sich immer möglich, was Neues auszudenken, aber naja, warum die Mühe machen, ne? Wofür? Liest ja eh keiner! Ist ja nicht so, als wenn das ein Roman wäre oder eine Geschichte sich aufbaut. Da steht einfach nur irgend so ein belangloser Text. Hauptsache, du startest das Rennen. Und es passt zwar... Oh, scheiße, nicht jetzt zum Spiel. Aber ich habe geguckt, ob jemand Middle of Fortnite Underground gespeedrunnt hat. Und ja, hat einer. Nur ein einziger, aber ach du Scheiße. Der macht noch viele Fehler, aber es ist trotzdem so gut, dass ich mir denke, yo, das dauert, bis ich so gut wäre. Der zeigt eine Sache, die ich mir schon fast gedacht habe bei dem Spiel. Dass wenn du seitwärts läufst bei dem Spiel, dass du schneller bist, als wenn du gerade läufst. Weil er die ganze Zeit, im gesamten Spiel seitwärts läuft. Der kennt auch die Route auswendig, der guckt irgendwie die ganze Zeit nur auf den Boden. Und schießt gelegentlich mal einen über den Haufen. Wo ich mir dann auch so denke, okay, der kennt die Strecke, wo er längs laufen muss, auswendig. Das ist krank. Naja, trotzdem wird das Spiel ungefähr eine Stunde gebraucht. Und der ist sogar einmal gestorben. Wie viel habe ich jetzt für das ganze Spiel gebraucht? Naja, wenn man die ganzen Fehlschläge abzieht... Ja, auch ein bisschen, ne? Ich habe eigentlich alle abgeschossen im Level. Muss ich ja, wenn du da nur langsam rumläufst, dann knallen die dich ab. Der ist ja aber nur wirklich durchgestraped. Ich guck wieder auf die Uhr, so eine Scheiße. Ich müsste gleich wieder aufhören. Fahr ich jetzt noch einen Rundkurs? Oh, das ist wieder so ein langes Rundkursding. Aber hier ist auch kein Sprintrenner mehr, ne? Ja, komm. Komm jetzt zur Feier des Tages und zum Abschluss des Tages. Ich hätte gern mehr angefahren in diesem Spiel, aber... Oh, ich sag ja, ich hab keine Zeit, so eine Scheiße. Na, hoffe ich mal, dass es nicht so viele Runden sind. Weißt, wenn du mit uns fahren willst, brauchst du das beste Material. Ja, ich hab das beste Material. Ich hab, sowas in Autos gemacht, Plastik. Stahl? Keine Ahnung, mir kommt immer so vor, als wenn es einfach nur Plastik wäre, ne? Vielleicht ist es irgendwie Carbon oder Mikrofaser, ich habe keine Ahnung. Ich sag ja, so gut kenne ich mich nicht aus mit Autos. Man kann es ja nicht mit alles ausgehen, ne? Ich weiß genug von Technik, Schrott und von Computern und so weiter, also muss ich mich nicht damit auch noch auseinandersetzen. Könnte ich zwar machen, aber sagen wir so, mein Interesse dahinter ist nicht so groß. Denn man muss ja immer Interesse haben, ne? Wenn du auch einen Job machst, wo du kein Interesse hinter hast, dann... Ja, du kannst sie vielleicht machen, aber du kannst sie nur etwas schlecht machen oder vielleicht maximal erforderlich, so ungefähr, ne? Du brauchst das Blut dafür. Du musst ja Bock drauf haben. Ist ja so, eben auch wenn du einen scheiß Let's Play stellen lässt, Bock drauf haben. Kein Bock drauf was, kannst du zwar auch machen, aber du bist nie super gut. Obwohl, wenn du vielleicht Schauspieler bist, ne? Man kann so eine Rolle spielen. Ist ja so, einige machen das ja, die spielen ja Rollen. Aber das kannst du auch vielleicht zu den Leuten sagen, die ganze Zeit overreacten. Die ich durchdrehen, ey. Könnte ich zwar auch die ganze Zeit, aber pff, was bringt das, ey? Könntest du richtig Klickfang machen. Dann spielst du einfach den neuesten Shit, drehst die ganze Zeit durch, am besten noch Facecam. Und dann kommen die und klicken die. Ich schwöre, wenn ich nur einen Kanal aufmachen würde... würde damit sofort anfangen, eben genauso wie ich es jetzt sage. Ich habe diesen Kanal von der Abonnentenzahl. Gib mir maximal 3 Monate, dann habe ich ihn überholt. Überholt, dann habe ich. Dann bin ich schon bei 2000 oder so wahrscheinlich oder noch höher.
Man muss sich wundern, wirklich. Wenn du wirklich was machst, was in den Trends ist und was die Leute aktuell gerne gucken, dann landest du auch in diesem YouTube-Algorithmus und dann bist du wirklich in 0, nichts oben. Kein Wunder, dass es mittlerweile Firmen gibt, die nur noch tonnenweise Content produzieren, auch wenn das nicht wirklich guter Content ist. Hauptsache, es wird draufgeklickt und gewatcht, dass man eben die Werbung abgrasen kann, ne? Oder eventuell Produktplatzierung heute. Deswegen, ne, heute, so, ne, du willst YouTube-Videos kostenlos sehen. Ohne Werbung sehen, dann kauf dir YouTube Premium. Kaufst du YouTube Premium. Dieses Video ist gesponsert von NordVPN. Aber vorher noch ein Wort von unserem Sponsor. Klar, ihr müsst auch Geld verdienen und ihr müsst euch andere Wege suchen, aber es ist trotzdem immer nervig. Gerade weil du immer nur was von denselben hörst. Du hast immer eine Rage Channel Legend hier, NordVPN hier. Weiß gar nicht, was denn noch eigentlich? Ich höre fast immer nur das. Klar, da war noch irgendwas anderes. Hier, das mit diesen Lootboxen gab es eine Zeit lang. Also mit diesen Paketen, die du immer irgendwie einen Monat bekommen hast, das gab es eine Zeit lang. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ja, auf jeden Fall, du hörst immer die gleiche Werbung. Immer die gleiche Werbung. Da denkst du schon wieder, Raid Shadow Legend. Oh Gott, nicht schon wieder. Hallo, ich kenne das Spiel. Jeder kennt das Spiel. Und jeder, ja, sagt sofort nein oder hat er schon gespielt oder spielt es nicht oder ihr wisst, was ich meine. Aber naja, die geben wohl das meiste an Geld. Vermute ich mal ganz stark. Nicht umsonst würden die andauernd immer wieder Werbung für die machen, ne? Und wenn das 20.000. Video ist, was eben von Raid Shadow Legend gesponsert ist. Wenn die jedes Mal 1.000er reindrücken für ein Video, dann sagen die nicht nein. Und gerade weil, wenn die schon einen Clip dafür produziert haben für die Werbung, dann brauchen sie den ja jedes Mal nur wieder einsetzen. So machen das ja einige. Schlimm ist das, wenn du das wirklich eine halbe Ewigkeit machst. Also immer das gleiche Video, immer das gleiche Video, immer das gleiche Video. Dann ist es wirklich nur noch hier wie ein ganz normaler Werbungsblock im Fernsehen, ne? Wo du auch wieder denkst, oh ja, wieder die Werbung und wieder die Werbung und wieder die Werbung. Man kann die nicht mehr sehen und dann schaltet man einfach nur noch um, wenn man Werbung gesehen hat. In dem Fall würde man einfach die Werbung oder die Produktplatzierung überspringen. Frage ist, bekommen die den fixen Betrag dafür, dass die in dem Video einfach sind oder müssen die ihre Watchtime so gesagt rausrücken von wegen wie viele Leute, haben die Werbung gesehen? Meine Fresse, jetzt geht das schon wieder los. Dritte Runde, Mann! Hör auf mit deiner scheiß dritten Runde, ey. Ja, verpiss dich. Nutte. Ja, jetzt könnte das mal hier enden, langsam. Das dritte Runde. Fehlerfrei. Ja, siehst du, da kommt doch schon ein Auto hier, die wollen mich töten. Dann Konzentration. Oh, ich glaube, jetzt kommt nichts mehr. Nur geradeaus, oder? Ja, ist drin lassen. Ja, nur geradeaus. Gewonnen. So ein Glück, ey. Schon wieder Panik geschoben. Gut. Und jetzt schiebe ich Träume, so ungefähr. Also, ich gehe jetzt ins Bett. Müdigkeit. Maximale Müdigkeit. Na gut, Leute. Danke, dass ihr da wart. Wenn ihr es bis dahin geschafft habt, dann müsst ihr mir einen Daumen nach oben geben, dann kriegt ihr einen Daumen nach oben. So ungefähr. Ist ja so. So ist es halt, ne? Wenn man eben ein Nobody ist. Ja, da freut man sich über jeden Aufruf, um jeden Daumen nach oben, um jeden Kommentar da sowieso drüber. Aber eben, man freut sich immer, ne? Naja, würde ich mich ehrlich gesagt auch freuen, wenn ich ein bisschen größer wäre, aber ja, weißt du, ne? Wenn du tausende Kommentare bekommst und weiter, dann fängst du wirklich irgendwann aus zu sortieren. Das geht auch nicht anders. Wenn du wirklich 1000 Video auf einen, 1000 Kommentare auf ein Video kriegen würdest, dann musst du aussortieren. Wie gesagt, so viel Zeit kannst du da nicht auch noch in Kommentare reinstecken. Dann kannst du gleich keine Videos mehr produzieren, wenn du dich nur noch um Kommentare kümmern musst, ne? Klingt zwar mal hart und blöd auch eben von wegen so, dass dann große YouTuber sich nicht mehr erreichbar klingen, aber ich sag ja, es geht nicht anders nachher. Ist ja leider so.
Na egal, viel Geschwärme, das ist immer so, wenn ich fertig bin mit meinem Pass. Deswegen denke ich mir auch manchmal so, ich brauche gar kein Spiel. Ich brauche nur einen schwarzen Bildschirm und rede einfach davor. Oder just shedding. Ja, viele Leute das streamen, ne? Die einfach nur dann mit euch reden so ungefähr und dann über die Kommentare reden oder bei Google Hangout oder was es sonst auch so gibt, dann eben miteinander talken. Und ich talke eben so im klassischen Let's Play-Sinne. Der Einweg-Konversation. Naja, ihr könnt auch antworten über die Kommentare, aber bis das Video hier auf meiner Festplatte gelandet ist, gerendert wird, hochgeladen wird, freigeschaltet wird, vergehen schon wieder ein bisschen Zeit. Also das, bis dahin ist das Video bestimmt schon wieder ein Monat alt. Also ich rede vom Januar und es ist bestimmt schon Februar. Ich hau mich selbst dafür. Gut, lebt wohl, Leute.